Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Video für euch. Heute wieder ein Ostervideo. Und zwar zeige ich euch noch eine Technik, wie man sehr einfach und lustig Eier färben kann. Und sie sehen einfach nur entzückend aus. Ja, und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich hier weiße Eier. Die sollten idealerweise auf Zimmertemperatur sein. Das ist sehr wichtig. Dann ist die Chance viel geringer, dass sie dann während dem Kochen springen. Ich habe sie jetzt nur gewaschen und vom Schmutzhalt entfernt. Das war jetzt kein Deutsch. Auf jeden Fall, ich habe sie gewaschen. Und jetzt habe ich hier ganz gewöhnlichen Essig und nehme mir da ein Schwämmchen und werde hier einfach nur die Stempel runter. Waschen mit dem Essig, das funktioniert wirklich super. Ihr müsst bitte nur trotzdem vorsichtig sein. Die weißen Eier sind immer sehr zerbrechlich, weil die so eine dünne Schale haben. Als nächstes richte ich mir dann meine Farben her. Ich habe hier ganz gewöhnliche Eierfarben, also Lebensmittelfarben, die man jetzt überall findet. Ich mache dafür keine Werbung, aber ich zeige euch halt nur, was ich da nehme. Ihr könnt aber jede Art von Lebensmittelfarben nehmen und die Farben, die ihr halt wirklich gern habt. Und jetzt werde ich das einfach jedes einzelne, also jede Farbe hier in eine Schüssel einfach hineintun. Ich glaube, ich muss gleich Handschuhe anziehen, weil sonst werde ich bunt. Und nun kommt in jede Farbe 2 Esslöffel Essig hinein. Als nächstes habe ich mir hier ein Stück Folie hergerichtet. Für jedes Ei brauche ich dann einfach so ein Fleckerl, dass man es drinnen schön einpacken kann. Dann kommt hier etwas Watte rauf, also eher eine dünne Schicht. Ich habe jetzt ein bisschen eine unpraktische, weil ich die immer zum Füllen meiner Tierchen benutze. Aber das wird schon gehen. So, und jetzt habe ich in jeder Farbe so ein kleines Stäbchen, so ein Wattestäbchen reingetan. Ihr könnt das auch gern durchmischen. Und jetzt wird das einfach nur beliebig da die Farbe in Tupfern verteilt. Da könnt ihr euch wirklich austoben, was euch leicht gefällt und so viel euch leicht gefällt und auch so viele Farben, wie ihr leicht wollt. Einfach nur schön weiter tupfen. So, dann nehme ich mir einfach nur ein Ei, gebe es da hinein, umhülle es so mit der Watte, so gut es geht, und packe es dann in die Folie hinein, so dass es wirklich schön zu ist. Die Watte einfach da so gut wie möglich zum Ei dazu stopfen, dass man das auch wirklich zumachen kann. Seht ihr, da runter zum Ei und dann die Folie hier gut verschließen. Einfach so, dass es haltet. Falls ihr noch ein bisschen Folie braucht, dann gebt einfach noch ein bisschen drauf. Und so verfahre ich jetzt mit den restlichen auch. Ich habe jetzt alle dann einfach in einen Topf reingegeben und gieße das jetzt einfach nur mit Wasser auf. Ich gebe dann oben dann so ein Schüsselchen drauf, aber ihr könnt darauf geben, was ihr wollt. Einfach nur, um das zu erschweren, weil sonst schwimmen die oben und so kochen die halt einfach besser. Nun bringe ich meine Eier einfach nur zum Kochen. Wenn das Ganze dann anfängt zu kochen, schalte ich nur ein bisschen runter, also so auf mittlere Hitze. Es soll also leicht köcheln für in etwa, ja, 9 bis 10 Minuten. So, ich bin schon am schönsten Teil angelangt, das Auspacken. Ich habe sie nach dem Kochen, meine Lieben, einfach nur das Wasser weggegossen und einmal kaltes hineingegossen, damit das nur ein bisschen abkühlt, und dann habe ich schon gleich angefangen, die auszupacken, obwohl es noch ganz heiß ist. Ihr könnt es bitte natürlich auch ein bisschen auskühlen lassen, aber ich kann es nie erwarten. Schaut doch mal, wie die alle aussehen. Ha, also ich bin wirklich begeistert. Nehmt euch dann einfach nur auch so eine Unterlage, wo ihr sie raufgebt, weil die noch abtropfen, nicht, dass ihr da bei euch irgendwas dann schmutzig macht. Seht ihr, ich werde jetzt die hier auch auspacken. Seht ihr, da habe ich mit einer Farbe wohl sehr viel, deswegen ist das da so rötlich geworden. Und da lasse ich das dann einfach abtropfen. Schauen wir mal das nächste, was wir da haben. Dass ich das da aufkriege. Das sieht wieder super aus. So, jetzt packe ich die restlichen auch noch aus.
Und nun werde ich sie hier einfach nur auf dem Papier noch schön trocknen lassen. Wenn die Eier dann getrocknet sind, werde ich sie dann einfach nur mit ganz einfachem Speiseöl schön drüber halt bestreichen, ihr wisst eh, damit sie halt einfach dann schön glänzen. Tupfe ich einfach die Küchenrolle hinein und benetze die einfach überall, damit sie schön glänzen. So. So, meine Lieben, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video bzw. die Anleitung hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, was ihr eure Eier auch so gefärbt habt, ob ihr dabei Freude gehabt habt und wie euch das geglückt ist. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Ciao!